here is a world of communication, bringing together all people in a new era of understanding. Die einen, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen, die einen würden den Gebrauch sogenannter Killerspiele am liebsten unter Strafe stellen und machen First-Person-Shooter für so ungefähr jede zweite Gewalttat auf unserem Planeten verantwortlich. Andere stören sich ausgesprochen wenig an diesem Gezeter alter Männer und meucheln lieber sowohl täglich als auch fröhlich Pixelmonster mit Pixelwaffen. Wieder andere nutzen hingegen die Software der Ballerspiele, um damit ein wenig Hollywood zu spielen und eigene Spielfilme zu kreieren, die qualitativ irgendwo zwischen banal und brillant oszillieren. Machinima nennt sich diese junge Kulturform und die schauen wir uns heute etwas genauer an. Stage 2 seems to be coming along. How are you handling the toxic reactions these specimens were experiencing? You'll be glad to know we've achieved an almost 75% survival rate. It appears you were right about the latest dilution of the Type 7 series. Good news indeed. We have a lot of interest in the Spectre project from some of the higher bidders. How long before we have fully functioning prototypes? Once we finish stabilizing the cybernetics and the Type 2 implants, we'll be able to put them into action. I estimate 2 to 4 weeks. Machinima ist ein Kunstwort, das aus zwei Bereichen zusammengesetzt wurde. Einmal Machine und Cinema. Es könnte auch Machine und Animation heißen, was letztendlich nichts heißt, als dass der ganze Film in der Maschine, im Computer gedreht wird und keinerlei weiteres Zubehör außer dem Computer selber eigentlich gebraucht wird. Begonnen hat das Ganze Anfang, Mitte der 90er Jahre mit den Ego-Shootern. Nach Doom gab es den ganz famosen Ego-Shooter Quake. Die Leute begannen, das, was sie da spielten, aufzuzeichnen und zu zeigen, wie toll man sozusagen den anderen besiegt hatte. Diese Filme entwickelten sich dann weiter und die Leute versuchten dann, diese Level, aus denen dieses Spiel bestand, die man bestehen musste, möglichst schnell zu durchlaufen. Und auch daraus entstand dann ein Wettkampf, die sogenannten Speedruns. Etwa 1995 war dann der erste Film, wo die Leute nicht nur gezeigt haben, wie gut sie etwas können oder wie schnell sie etwas können, sondern wo sie eine Geschichte erzählten in Quake. Und irgendwann fingen die Leute an, halt zu überlegen, jetzt können wir Filme drehen und wir können halt quasi etwas erzählen, was mit diesen Spielen erzählen. Was können wir eigentlich erzählen? Und sie begriffen, dass man eigentlich alles erzählen kann. Dazu kam, dass mit den Jahren die Tools, die Werkzeuge um die Spiele herum, mit denen man eigene Inhalte erstellen konnte, immer reifer wurden und immer besser wurden. Und die Leute begannen, eigene Inhalte, eigene Geschichten zu schreiben und entwickelten sich dadurch von dem eigentlichen Spielgeschehen und von den Spielsträngen und Erzählsträngen, die das Spiel vorgab, entwickelten sie sich weg. Anna ist gedreht mit der Quake 3 Engine. Quake 3 ist ein Ego-Shooter der reinsten Sorte. Gerade für die Leute, die damals
die Ego-Shooter kannten und dann auf einmal Anna sahen, waren völlig überrascht, wie weit man sich mit dieser Technologie Machinima vom eigentlichen Spiel entfernen kann. Der große Vorteil einer Game Engine gegenüber professionellen 3D-Programmen wie etwa Cinema oder Maya oder 3DS Max ist der, dass es erstmal viel weniger kostet. Ein Spiel kann man heute für 60€ kaufen und die Tools, die man dann braucht, um dann vielleicht auch aufwendiger Machinimas zu produzieren, kosten auch wenig. Dazu kommen halt noch solche Sachen wie die Kollaboration. Ein Programm wie Maya oder Cinema ist nicht dafür ausgelegt, dass 10 Leute am selben Projekt arbeiten oder als Akteure durch das Programm laufen. Und sowas können dann wieder nur Spiele. Machinima auch benutzen, um sehr schnell politische Inhalte und Reflexionen auf das reale Leben wiederzugeben. Das wohl bekannteste Beispiel ist ein Film, der 2005 entstanden ist, als es in Paris bzw. den Pariser Vororten die Unruhen gab, entstand 2 Wochen später ein Film, der aus der Sicht eines Jugendlichen, der in diesen Pariser Vororten lebte, die ganzen Vorgänge darstellte und was sehr stark konträr zur allgemeinen Mediendarstellung der Vorgänge sich darstellte. Eine der Besonderheiten von Machinima ist ja die Echtzeitdarstellung von Inhalten. Und wenn etwas direkt dargestellt wird, kann man natürlich auch damit live gehen. Das heißt, man muss es nicht im stillen Kämmerlein produzieren, sondern man kann damit auch Bühnenshows machen, wie es zum Beispiel der Ill-Clan macht. Excuse me, Cook Carl. I couldn't help overhear what you said. That's all right. And I was just wondering, what could I do to become Italian myself? Well, there's very few things you can do to become Italian, but there are things you can do to act like you are Italian. For one thing, what you can do is you can move your hands like this. Oh, okay, but you can't do that right now. Let me try it. All right, is that right? It's pretty close. What about this? Is that right? No. Well, unfortunately, I don't already have that animation available to me, so I'm going to have to skip it. Carl, what about this? Italians can do things like that as well. How's that? As a matter of fact... What about this? Is it... this? Is that right? Oh. I can't do it. Now, that is something no beautiful Italian man would ever do. Oh, no. No Italian man ever says, I don't know. If you ask an Italian man anything, he will say he knows the answer whether it is true or not. Oh.
Now I've done it. I've insulted you. I better get out of here. How about you do that? Die Grenzen des Genres definieren sich eigentlich an zwei Stellen. Einmal die Fähigkeit der Leute, die Machinima produzieren, weil so einfach und leicht zugänglich die Technik ist, sie erlöst einen nicht davon, gute Geschichten erzählen zu können. Die andere Grenze ist die technologische, was die Qualität der Grafik angeht. Der große Vorteil von Machinima, die Echtzeitdarstellung, wird eben dadurch erkauft, dass die Grafik nicht so toll aussieht wie etwa bei einem großen Animationskinofilm. Letztendlich ist dieses Limit aber auch nur ein technologisches. Je schneller die Computer werden, desto tollere Grafik kann man darstellen, aber diese tollere Grafik muss auch wiederum jemand produzieren. Diese Grafik kommt nicht von irgendwoher, die kommt nicht aus dem schwarzen Kästchen im Computer, sondern da hat ein Mensch gesessen. Auch da wird es eine natürliche Grenze der Begabung der Menschen geben, sozusagen dem technologischen Fortschritt zu folgen und Grafiken zu produzieren, die diesen technologischen Fortschritt auch ausnutzen. The post-production process is where everything comes together. I take all the footage from the different cameras and edit them together to create the final film. I also put down the audio track, special effects, and the title. No, 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 this is not good. Hang on, guys. It looks like the engine's gonna crash. Save, save, save! Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Apropos vor. Vor allem interessiert uns heutzutage, was ist eigentlich Web 2.0? Web 2.0 ist, wenn du bei der Steuererklärung grübelst, wie du deine Lindendollar verbuchen kannst. Vielen Dank. Das, liebe Zuschauer, war es auch schon wieder für heute. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen eine inspirierte Woche. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Es ist eine Illusion, die sich verändernde und beschleunigende Technologie weiterhin so zu verwenden, als ob sie eine einfache Verlängerung unserer alten Bedürfnisse darstellt. Alte Fragen an neue Technologien stellen, heißt falsche Antworten erhalten.